Beide Seiten kämpfen hart für ihre Überzeugungen, doch der Ausgang des Referendums ist ungewiss. Im überwiegend katholischen San Marino können die Bürger darüber abstimmen, ob sie für oder gegen die Abtreibung sind. Der Zwergstaat ist einer der wenigen in Europa, wo ein Schwangerschaftsabbruch illegal ist. Es stimmt nicht, dass es in San Marino keine Schwangerschaftsabbrüche gibt. Die Frauen lassen außerhalb des Landes abtreiben. Sie tun es auf illegale Weise, weil Abtreibung hier eine Straftat ist. Es ist beschämend. Warum soll nur die Mutter entscheiden? Ein Paar besteht aus einer Mutter und einem Vater. Warum muss es immer nur die Mutter sein? Hat der Vater keine Berechtigung zu entscheiden? Wer schwanger ist, sollte nicht abtreiben dürfen. Wenn man das Kind wirklich nicht will, gibt es die Möglichkeit, es zur Adoption freizugeben. Sämtliche Versuche, die Abtreibung in den letzten 20 Jahren gesetzlich zu erlauben, wurden von verschiedenen, meist konservativen Regierungen abgelehnt.